Ich habe diesen Kanal in 2016 angefangen. Zuerst nur mit ein paar meiner Kompositionen und dann habe ich mich getraut, Tutorials aufzunehmen. Das war ja was ganz Besonderes, weil ich früher der Meinung war, dass man nur direkten Unterricht, also mit direktem Unterricht Klavier lernen kann. Und ein paar Monate später, ich weiß es nicht mehr genau, ein Jahr sicher später, habe ich angefangen, auch Videokurse zu erstellen. Mein erster Videokurs war damals Notenlernen. Also wie man Noten lernen kann, online, mit einem Kurs. Und ja, dieser Kurs ist auch sehr erfolgreich gewesen, weil sehr viele, die online lernen, ohne Lehrer, denken, dass sie da niemals Noten lernen können. Und mit diesem Kurs hatten sie so eine Brücke zu diesem Wissen. Und es ist gar nicht so schwer, wie man es denken kann. Anschließend habe ich angefangen mit einem Anfängerkurs. Anfängerkurs, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie kann man dieses Wissen von circa einem Jahr so bringen in einem Kurs. Und das ist mir gelungen mit Piano First Steps, dann ist Piano Second Steps da gefolgt. Und ja, mit meinen Schülern habe ich dann neue Kurse entwickelt, also Piano Third Steps Teil 1 und Teil 2 und somit wirklich den ganzen Anfängerbereich bis fortgeschritten, also ja, erklärt. Wirklich Schritt für Schritt alles erklärt, was zu tun ist, um also auf YouTube, damit ihr euch vorstellen könnt, also nach Piano Third Steps Teil 2 könnt ihr dann alle Stücke vom grünen Bereich sowieso und auch alle gelben Stücke. Also ihr habt wirklich das Wissen, um bis im fortgeschritteneren Bereich alle Stücke zu spielen. Und die roten Ecken, also viele meiner Online-Schüler haben auch mit den roten Ecken also sich beschäftigt. Da kann ich noch nicht so viel dazu sagen, aber auf jeden Fall haben sie sehr viel Wissen auch, um auch diese Stücke, Zugang zu diesen Stücken zu bekommen. Zusätzlich ist auch ein Klaviertechnikkurs entstanden und ein Harmonielehrekurs. Also, mit diesem Video möchte ich euch einfach sagen, dass neben den YouTube-Tutorials eine ganze Online-Schule im Hintergrund ist, das parallel läuft zu YouTube. Und deswegen habe ich nicht immer regelmäßig hier Videos für euch aufgenommen. In dieser Online-Schule sind natürlich diese ganzen Videokurse, aber es findet auch immer wieder Projekte mit Betreuung, wo ich dann Kontakt zu meinen Schülern habe und ja, weitere Lücken schließen kann oder eben Hilfestellungen bringen kann. Ja, genug geredet. Ich möchte jetzt gleich im Anschluss ein paar Einblicke über die Videokurse, damit ihr wisst, ja, was kommt in den Videokursen vor? Also was sind das für Stücke? Ja, ich glaube, es ist hauptsächlich das, was euch interessiert. Was lernt man da? Welche Stücke kann man dann spielen? Ich werde, glaube ich, ein Stück pro Videokurs aussuchen. Und ja, vielleicht ist es was für euch. Vielleicht reicht euch auch die YouTube-Tutorials. Das ist auch super. Ich freue mich auf alle, die mit mir lernen, gerne mit mir lernen, sei es auf YouTube oder eben ganz, ganz genau Schritt für Schritt mit den Videokursen.